Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei einem neuen Let's Play. Neu ist es so gesehen nicht. Wir spielen Layers of Fear. Und zwar spielen wir das DLC. Es ist jetzt schon ein Weilchen raus, aber ich habe keine Zeit gefunden, es zu spielen. Inheritance, also Erbe. Wir starten direkt ein neues Spiel. Das ist der alte Spielstand, den habe ich hier geladen. Ich hatte den zum Glück noch. Nach den ganzen PC-Wipes, die ich schon hatte. Neues Spiel. Alles, was ich vom DLC weiß, ist, dass wir die Tochter spielen. Ich glaube, wir spielen die Tochter. Ich habe nicht mal einen Trailer davon gesehen. Ich habe nur gesehen, oh, DLC, oh, geiles Spiel kaufen und wird displayed, wenn ich Zeit habe. Okay, wir warten jetzt mal kurz auf den Ladebildschirm. Ich habe mir schon einen heißen Kaffee zurecht gemacht, weil ich weiß nicht, wie lange das Spiel dauert und ich glaube, ich brauche den. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Okay. Wir sind also tatsächlich die Tochter. Taschenlampe mit F. Gut, die Einstellungen sind noch geblieben mit der ganzen Steuerung, das ist sehr gut. Und wir sind im Haus, wo wir auch den Vater gespielt haben. Ich glaube, deswegen hat sie gesagt, Zeit, um Schluss zu machen und sich ihrer Vergangenheit zu stellen, indem sie einfach ins alte Haus des Vaters geht. Für diejenigen, die den ersten Teil von Layers of Fear noch nicht gesehen haben, ich verlinke den garantiert in der Beschreibung. Ich weiß nicht, ob man hier drin Spoiler sehen wird vom... Ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass man den ersten Teil gesehen hat, wenn man sich das DLC reinziehen will. Ach hier, das war der Ausgang. Hier geht's weiter. Sehr gut, die Tür geht von alleine. Oh, es hat sich schon einiges getan in der Vergangenheit. Na, wisst ihr was, ich werde jetzt auch einfach spoilern. Also wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann hört jetzt kurz 10 Sekunden nicht hin. Ich habe so das Gefühl, weil am Schluss vom Originalspiel wusste man nicht so genau, ist er jetzt tot, ist er am Leben, weil er ist ja in diesem Loop gefangen. Aber ich glaube, so wie es aussieht, ist er nun wirklich tot. Also man hat immer noch nichts davon gehört, aber ich nehme es jetzt schwer an. Ich glaube nicht, dass er immer noch im Loop drin ist, wenn hier die Hütte so, ne? Hier hat sich nichts verändert, ist alles noch mit Wein getränkt. Ich muss mal bei mir die Lautstärke hochdrehen auf meinem Kopfhörer, damit ich da ein bisschen mehr, ne? Oh, was? Ich kann nicht über den Kronleuchter. Steht da irgendwo? Ne, das sind einfach nur Einkerbungen. Ach ja, die Küche. Ich dachte gerade, ich bin schon ein bisschen zusammengezuckt. Ich muss zugeben, ich wollte mal Facecam, ne? Ist ja aktuell ein großes Thema bei YouTube, weil alle haben Facecam und es ist irgendwie schon was Pflicht, habe ich das Gefühl. Aber für jetzt ein DLC, was ich glaube, es dauert knapp eine Stunde. Ich muss eben ein neues Aufnahmeprogramm testen dafür und ganz ehrlich, ich werde jetzt für eine Stunde Aufnahme hier nicht ein neues Aufnahmeprogramm einstellen. Das muss ich mal machen, wenn ich sage, okay, komm, ist ein längeres Projekt oder einfach mal ein Spiel, was ich vielleicht auch gar nicht hochlade. Ich teste es mal. Also für die, die in den Kommentaren jetzt wieder schreiben, wieso keine... Ist die Taschenlampe, hat die Batterie? Nee. Wieso ich keine Facecam habe oder so, oder wieso ich solle doch mal... Ich hab's vor, kein... What? Quit looking at me like that. That dog is there for a reason. Oh,
Alright. You can let him out. For now. Alter. Ja, wir waren schon, also der Vater war schon verrückt. Wir wissen ja, was mit dem Hund passiert ist. War der schon immer an der Wand? Ach nee, wir hatten mal die Halluzination, dass da eine Wand ist. Also die war tatsächlich hier. Den Raum gab's. Der Raum war auch irgendwie größer, hatte ich in Erinnerung. War denn hier nicht Mäusefallen und da hinten ging und so, ne? Ich hab den Mauszeiger drin. Ich hoffe, er stört nicht. Man kann nichts umdrehen. Ich meine, er ist nur drin, wenn... Ja, ich hoffe, er will hoffentlich nicht stören. Ich meine, er ist nur drin, wenn man irgendwas ansehen muss. Also, ich glaube, er ist drin. Ich glaube, ich habe die Einstellungen drin gelassen. Ansonsten habe ich nichts gesagt. Alter. Okay, das Bad. Hat auch schon schönere Zeiten erlebt. Alter. Still life. Stillleben, ja, auf jeden Fall. Ist wortwörtlich genommen. Der Spiegel ist auch nicht mehr da. Achso, da ist er. Alter. Das ist nämlich mal ein schwarzes Loch, ne? Stimmt, ich kann zoomen. Ganz vergessen. Hawaii. Why wait for hell? Ah, das ist wunderschön eigentlich. Also künstlerisch, Hut ab. Die kleinen Totenköpfe hier. Der Mann in der Mitte aufgemalt, Vulkanausbruch, aufgespießte Menschen, da hinten ist vielleicht ein Waldbrand, ich habe keine Ahnung. Also, ja, er hat's drauf. Er hatte es drauf vielleicht, ich weiß nicht, wie sein aktueller Zustand ist. Hier hinten war hier irgendwas, ich weiß es nicht. Alter, ich bin nicht so zu warm, weggehauen. I can hear you in there. I'm coming, you furry little bastards. You're not getting away this time. What the hell are you doing in there? Get out! Boah, Alter. Was? Wo sind wir jetzt gelandet? Hä? War das nicht der Raum mit den... Hä? Moment, sind wir jetzt wieder in der Küche? Eingehüllt in... Alter, die Augen. Also, wir haben auch zeichnerische Talente. Das sehe ich. Ach so, das war der Raum mit den... Ich könnte schwören, es war dort hinten beim... Aber ich glaube, ich habe mich da vertan. Also hochwillig... Alter, die Bilder. Ne, Mac, keine Ahnung, wie ich ihn genannt habe. Alter. Ich dachte gerade, da wäre irgendwas. Ich weiß gar nicht. Ich gehe mal in die ganzen Häuser hier unten. Ich korrigiere. Ich gehe nicht in den Keller. Ich bin nicht lebensmüde. Alter, war das Fenster immer... Ach ja, das war das Atelier. Das Bild in der Mitte ist weg. Und ich weiß auch nicht, ob hier je eins gestanden hat, weil die Farbe... Es war auf jeden Fall mal was hier, weil hier ist die Farbe nicht so... Aber ob das jetzt das Bild war oder einfach nur... Hat irgendwas mit Knife, Razor, Plastic Tuben, Special Brush. Ach ja, das waren die ganzen Utensilien. Alter, man sieht noch die Schatten da drauf. Ich weiß nicht mehr, was hier es war, weil es ist schon... Ach, ich dachte gerade, der hat hier Zeug aufs Fenster gemalt. Rote Farbe. Fluoreszente Farbe, also im Dunkeln leuchtende Farbe, rot. Okay. Ich schau mal hier... Hallo da unten. Ich schau mal hier alle Schubladen durch. Ich muss jetzt nicht mal alles schließen im normalen Spiel, weil das Haus ist schon ein Wrack. Ich frage mich, wieso hier man das nicht alles, keine Ahnung, niedergerissen hat. Also diese random Flashbacks erschrecken mich immer wieder. Hallo? Ich sehe nur einen Ladebildschirm unten rechts, aber es passiert nichts. Ah. Ähm.
Was? Pinsel oder Marker? Ich probiere mal den Pinsel. Oh, the summer trees. So green and vibrant and full of life. But also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season. Where they are wiser, have some stories to tell. Alter, was ist hier los? Soll ich jetzt... Okay, der Marker ist weg. Ich soll mich also hier umschauen. Ich habe grüne Farbe gefunden. Alter, wo bin ich hier? Vor allem, das pulsiert richtig. Das ist nicht einfach aufgemalt. Oder es ist doch einfach aufgemalt. Nee, es pulsiert. Oder... War das eine Ratte? Ich kann nicht in die Hocke gehen. Ja. Okay, hier komme ich schon mal nicht durch. Oh Gott, die Musik hat aufgehört. Ich glaube, da kam ich auch nicht weit. Ich kann sprinten, aber es macht fast keinen Unterschied. Ich weiß nicht mal, was ich hier gerade suchen muss. Ich meine, ich habe grüne Farbe entdeckt, aber ob es jetzt das war? Irgendwie haben sich die Bilder alle überlappt. Ach, hier ist was. Blaue Farbe. Gelbe, blaue. Hä? Kann ich wählen, welche Farbe ich nehmen will? Oder muss ich vielleicht alle auf die Leinwand zaubern? Alter, ich nehme jetzt mal die blaue Farbe für den Himmel vielleicht. Hier haben wir diese... Hä? Es liegt Zeug herum. Ich weiß noch nicht, was genau wir... Oh, they sway in the breeze, but are none the wiser, just like you. Okay, ist gut. Ich habe jetzt hier die blaue Farbe darauf gepackt. Der Marker ist noch am Boden. Ich hole mir jetzt hier noch die... War das? Hä? Die blaue ist jetzt wieder hier. Ich will nicht... Die blaue habe ich jetzt benutzt. Ich brauche... Nehme ich halt die grüne? Vielleicht? Brilliant! Let's add some more of the same color. That won't make it boring or predictable. Sorry! Hä, die Farbe ist wieder weg. Toll. Gut, hole ich mir halt nochmal die blaue Farbe her. Es ist eine Art Rätsel oder einfach nur ein Gedankenspiel. Oh, they sway in the breeze, but are none the wiser. No, put that down. You are doing so well. Er will nicht, dass wir mit den, keine Ahnung, Filzstift, keine Ahnung, was für Stifte malen. Ich suche jetzt noch nach einer weiteren Farbe. Aber ich glaube, ich habe keine mehr gefunden. Also ich könnte jetzt noch ewig suchen, aber... Grün hatten wir, das war ja langweilig für ihn. Blau haben wir getestet. Gibt es hier noch eine weitere, was auch immer das hier für ein Laken ist? Das kommt hier aus dem Bild gehangen. Alter. Ich probiere jetzt einfach den Stift. Dass ich Kunst ist, was ich male, nicht was du willst. Oh oh. What are you doing? Ah. Oh, schön. Das gefällt mir schon viel besser. Okay. Kann ich wieder den Pinsel nehmen? Ich bin jetzt wieder in der kindlichen Welt oder so? Keine Ahnung. Ich habe absolut null Plan, was hier eigentlich abgeht. Ich folge jetzt einfach mal dem Pfad.
meine, bis hierhin sieht er noch ganz okay aus. Ab hier wird es nicht mehr so okay. Da haben wir ja die leuchtende Farbe. Nein. Will ich nicht. Muss ich aber. Wieso? Alter. Ich will mich nicht umdrehen, aber dass ich hier... Ah. Ich will nichts verpassen von... The little girl in red was walking through the woods, when suddenly, out of nowhere, jumped out you know who. Eyes glowing bloody red, teeth sharp as razors. And yet the big bad wolf did not seem to faze her. Be careful, little girl, the big bad wolf sneered. You're in Fantasyland, where things ain't what they seem. Oh, shush, you big old meanie, the frightened girl exclaimed. You're the only threat in this wonderful land. With my magic crayons, I can do no harm. I can make the trees yellow, turn them upside down, turn grass into candy, make the sky go red. I can do whatever pops into my head. The wolf was unimpressed with his show of skill. You do have the power to do what you will. Alas, I humbly urge you to practice restraint, for you are responsible for what you create. You're nasty, jealous, and mean, said the little girl. I just want to have fun, and you want me to learn. I wish a big old rock would fall down from the sky and crush your big bad mouth into a mincemeat pie. Don't do it, I beg you, the big wolf cried. You lack scale and perspective, my sweet little child. But it was too late. His warning fell on deaf ears. Down came the rock and smashed them all to smithereens. Okay. Das war jetzt, okay. Interessant. War's das jetzt? Soll ich den Weg zurückgehen? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal. Ach, hier geht's auch noch weiter. Ah. So gesehen malen wir uns unsere eigene Welt. Kann das sein? Oder die Welt ist das, was wir malen? Weil vorher war es dieses Baumgedöns und jetzt ist es irgendwie was eher Kindliches. Oh oh. Vorsicht, Schlange. Und da liegt ein Stift. Ja, ist klar. Ich sehe keine Schlange, aber ich weiß, sie ist da und ich höre sie und es wird nicht gut gehen. Creativity is not a toy, it's a gift. Do you want to squander it like all those careless brats out there? Let me out. Da hinten ist was. Ich sehe doch da rote... Hinten ist irgendwas Leuchtendes? Ich gehe jetzt einfach mal stumpf dahin. Oh oh. Okay. Okay, ich will da nicht, ne? Ich muss mich da nicht, auch wenn ich gerne wüsste, was da passiert, wenn ich jetzt dahin gehe. Aber ich glaube, es ist nichts Gutes. Und ich, habe immer noch einen gesunden Menschenverstand. Ich habe einen gelben Stift. Ey, das war gemein. Dann zauber ich halt was Neues drauf. I won't let you waste time in these mindless doodles. This is for your own good. Ich find's aber schön. Du kommst mir gefährlich nahe, ne? Ich habe drei Wege, die ich gehen kann. Ich gehe erstmal den hier.